Preis war sein letzter großer Irrtum. Zu glauben, dass sich im Deutschland der Nachwendezeit ein Bund der Jungkommunisten gegründet hätte. Der spätere Bildreporter Mark Pittelkau hatte den ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker 1993 mit ein paar gestellten Fotos in die Irre geführt und damit einen echten Scoop gelandet. Jetzt wird diese unglaubliche Geschichte verfilmt. Wir hatten zuletzt darüber berichtet, halt 1993, das war natürlich schon sehr weit weg. Und vielleicht war es 20 Jahre später weit genug weg, dass man sagen kann, oder wie jetzt der Produzent dieses Films sagte, ich möchte einen Film draus machen. Die Geschichte ist so abgedreht und da ist so viel drin, eben nicht nur diese Honecker und seine Frau, sondern auch dieser junge Typ da aus Magdeburg, aus dem Osten, der diesen Traum hat und der keine andere Möglichkeit sieht oder nicht weiß, wie er ihn verwirklichen soll und dann auf so eine abgedrehte Idee kommt und das auch durchzieht bis zum Schluss. Das finde ich so genial, dass ich möchte einen Film draus machen. Und habe gesagt, ja, ich habe da ja gelacht und gesagt, mein Gott, mein Leben jetzt zum Film, also weiß ich nicht, da gibt's da interessantere Geschichten. Der Traum von Mark Pittelkau damals, Journalist werden. Doch weil er im Osten kein Abitur machen konnte, stehen die Chancen dafür schlecht. Der damals 22-Jährige sieht nur eine Möglichkeit, er muss irgendwie an Honecker herankommen. Denn eine Geschichte mit dem gestürzten Staatschef wollen zu diesem Zeitpunkt alle Zeitungen bringen. Er schreibt ihm Briefe, dass er einen Bund der Jungkommunisten gegründet habe und gewinnt so sein Vertrauen. Im Juni 1993 steht er einfach vor Honeckers Tür in Chile. Geklopft, die Tür ging auf, Margot hat aufgemacht, schaute mich so an. Kennen wir uns? Ich habe gesagt, nein. Ich bin Mark Pittelkau aus Magdeburg vom Bund der Jungkommunisten, ich möchte zum Genossen Honecker. Und dann schaute ich so an Margot vorbei und dann kam er mir entgegen. Velourjacke an, die grauen Haare geschniegelt, ne? Er sah gut aus. So, schaut mich an und sagt, das ist der Marc. Ja, komm rein, mein Junge. Und dann hat er mich umarmt und dann, die Margot hat dann auch, natürlich kannte sie mich dann auch und sagt, ja, wie geht's denn dir? Und, ja, wie kommt's denn, dass du hier bist? Und so, dann musste ich natürlich auch wieder ein bisschen flunkern. Dann habe ich gesagt, na ja, wir haben das Geld zusammenbekommen, solidarisch und durch die Solidarität und haben natürlich dann, naja, und dann sagte, komm rein und dann war auch seine Tochter da, Sonja. Sonja war die Einzige, bei der ich das Gefühl hatte, die hat mir nicht getraut. Die schaute mich sehr skeptisch an. Die sagte, und so, und ich sagte, ja, hallo, und ich wusste natürlich, wer sie war. Die ist dann auch gleich gegangen und schaute nur so, der war ich nicht geheuer. Aber Erich und Margot waren ganz aus dem Häuschen und dann haben sich natürlich auch ganz innige Szenen abgespielt, als wir dann, als Margot dann Kaffee und Kuchen machte. Also ich glaube, Tee habe ich getrunken. Und Erich saß da direkt neben mir auf einem Sessel. Ich saß auf der Couch. Und er sagte, ja, mit eurem Bund der Jungkommunisten, das ist ja toll. Und ich sag, ja, Erich. Und Margot meinte dann, was macht ihr denn da immer denn so? Was macht ihr denn? Ich sag, was machen wir? Wir singen Arbeiterlieder und Erich, ja, singen ist immer gut, das ist gut, ja, und das verbindet. Und ich erzähle dann auch so, Erich, du musst dir vorstellen, ja, also ganz viele glauben noch an dich und wir wollen die DDR zurück, ne, so. Musste ich mir natürlich auf die Zunge beißen dabei, aber. Und dann griff Erich meinen Arm, das will ich nie vergessen, und schaute mich aus diesen, ja, fast schon toten Augen an. Er war äußerlich herzlich, aber seine Augen waren ganz traurig. Und er blickte sehr, ja, wie als wenn er schon abgeschlossen hätte mit der Welt und drückte meinen Arm und sagte nur, ihr seid mein Lebenselixier. Gruseliger Moment, werde ich nie vergessen. Hatte der spätere Bildreporter denn gar kein schlechtes Gewissen, einen alten Mann in die Irre zu führen? Diesen Moment gab es, das war auf dem Rückflug, als ich Honecker besucht habe in Chile. Ich war ja dreimal bei ihm im Haus. Und da habe ich tatsächlich für einen Augenblick, als ich das überhaupt Revue habe passieren lassen, was da gelaufen ist. Dieser Honecker, der unantastbar war in der DDR, der wirklich ein Schreckgespenst war. Und wenn man gegen den Mann irgendwas gesagt hat, ist man im Gefängnis gelandet. Das vergessen heute viele. Der Mann ist verantwortlich für die Mauertoten. Er ist zwar nicht verurteilt worden, weil er so krank war, aber er ist natürlich
für dieses ganze, die ganze Misere, die im Osten damals da war, ist er hauptverantwortlich, weil er das Land von 1971 bis 1989 geführt hat. Und das war dann sozusagen mein Gegenargument, welches Leid er über Menschen gebracht hat. Willkommen bei den Honeckers läuft am Tag der Deutschen Einheit um 20.15 Uhr auf der ARD.